Wir Freien Wähler sind der Meinung, dass die Schäfer zu wenig politische Unterstützung haben. Die Schäfer sind bayernweit ein sehr wichtiges Element zur Pflege der Kulturlandschaft. Sie haben aber schlechte politische Rahmenbedingungen. Die wollen wir verbessern und dazu haben wir uns auch die Leute aus der Praxis geholt, um hier die richtigen Ansätze zu finden. Man muss ganz ehrlich sagen, bei den Schäfern brennt's. Hier geht es um einen Berufsstand, der die größten Probleme hat in Sachen Vertragsnaturschutz, in Sachen Kulturlandschaftsprogramm. Wir müssen sehen, dass wir die Schäfer mit besser unterstützen. Wir haben ganz konkrete Maßnahmen mit angesprochen. Einmal geht es um eine Krähenproblematik, dann geht es auch darum, wie wir die Tiere im Bereich der Kennzeichnungspflicht die Schäfer entlasten können. Es wurden etliche Themen andiskutiert und die Freien Wähler werden hier mit parlamentarischen Initiativen natürlich versuchen, die Schäfer und die Schafhaltung in Bayern zu stärken und zu unterstützen. Der Schäfertag im Landtag, weil wir im Grunde mal wissen wollten, wie es den Schäfern auch draußen geht, weil sie eben halt ein Beitrag für unsere Kulturlandschaft in Bayern sind. Gerade aber auch besonders im Alpenraum haben die Schäfer mit der Almwirtschaft also eine ganz hervorragende Stellung, um diesen Lebensraum auch weiter zu erhalten. Und da wollten wir mal hören, wie denn ihre Sichtweisen sind, was ihre Probleme sind und wie wir ihnen auch helfen können.